So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und diesmal ist ein ganz kurzes Video, ein wirklich kurzes Video, weil ich muss mal wieder ein bisschen was loswerden. Ich würde ganz gerne eine Frage an euch stellen, die ja ich immer mal wieder stelle, weil ich merke wieder, dass die Zahlen von den Boostern wieder zurückgehen und zwar immens. Die Videos sind nicht so die beliebtesten, das weiß ich. Aber mittlerweile gehen die halt auf 40, 50 Views runter. Das ist bitter wenig für meinen Kanal. Dementsprechend, die allgemeine Frage an euch, was kann ich tun, damit es euch interessanter ist? Ich möchte jetzt keine Displays aufrippen, zweimal die Woche. Dafür habe ich einfach die Kompensation nicht. Ist es einfach, weil es zu viel Magic aktuell ist? Oder sagt ihr einfach, ja, ich gucke einfach die Booster gerne, ich gucke sie auch weiterhin, mache einfach weiter Booster. Ja, es wäre mal interessant. Könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich kann auch einen Community-Post absetzen, aber ich denke, in so einem Video passt es eher, weil es die Leute anspricht, die das Video sehen. Ich werde danach noch mal irgendwann im Community-Post mal nachfragen für alle Leute, die es nicht sehen. Aber deswegen frage ich lieber da. Genau, wie schon beschrieben, haben wir eine Einladung bekommen hier von der guten Olivia. Diese Karte ist so, also diese Pappe ist so in dem Display drin, damit, wenn ihr es aufschneidet, ihr nicht den Boxtopper durchschneidet. Finde ich sehr, sehr gut. Und dieses Mal ist er dann auch nicht so, dass er an die Seite reinrutscht und sonst wo, wie bei Double Masters. Ist schon gut. So eine Karte ist gut. Auf der anderen Seite habt ihr eben den Crimson Vow Innistrad Boxtopper, den wir jetzt aufmachen. Und wir haben hier eben dann noch die Karte. Ich weiß gar nicht, was für ein Artwork das ist. Aber ja. Ich finde es cool, dass sie sowas mit reintun. Es hätte ja auch nur ein weißes Blatt Papier getan. Das finde ich cool. Ja, Crimson Vow Boxtopper. Sealed Product, not for resale. Resell. Sollte man nicht verkaufen. Vor allem sollte man die Dinger nicht kaufen, meiner Meinung nach. Also das geht gar nicht. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Lucy. Arisen Vampire. Gucken wir uns mal an, was macht Lucy Arisen Vampire? Was ist die auf der anderen Seite? Lucy Vestanera. 4 Mana 1-3, zumindest Versorgungssegments, wenn der Gegner eine Kreatur geopfert hat. Kann jeder eine Kreatur opfern, wenn er es nicht tut, wird die transformiert. Wenn die transformiert, ist die 3-3 und kriegt +2/+0, solange der Gegner einen Human kontrolliert. Fliegend. Ich mag die Artworks. Ich finde die Boxtopper cool. Ich finde die Boxtopper wirklich cool. Ich bin ein Fan davon, dass sie die Boxtopper so machen. Auch mit diesem doppelten, genau wie bei dem guten Ikoria. Und dementsprechend, ich mag die. Ich finde die cool. Macht weiter so. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blixit. Ciao, ciao.